Wir sind die Gruppe Jits Impro mit Ines, bzw. Shadow und mir. Ich bin Ellie und als Mentoren hatten wir Blinri und Edgar. Wir haben uns mit dem Thema generell erstmal von Kunst und Kultur beschäftigt und kamen dann auf das Theater und auf die Idee des Impro-Theater und dass es eigentlich relativ sehr kurz kam momentan wegen Corona und wenn man sich ja nicht treffen konnte und haben uns dann überlegt, was man da denn machen konnte, ohne so wirklich Programmiererfahrung am Anfang zu haben, was ja nicht schlimm ist, weil dadurch können wir viel, viel mehr lernen. Und wir kamen dann darauf, dass wir eine Website erstellen können, die mit Jitsi arbeitet und aus diesem Jitsi-Call zufällig zwei Personen aussuchen kann und diesen Personen dann einen Theater-Prompt geben kann, das heißt eine kurze Ansage, was für ein Theaterstück sie spielen können. Ja, also die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, waren GitHub, damit wir beide gleichzeitig an dem Programm, also an der Website arbeiten konnten. Die Programmiersprachen, die wir mitverwendet haben, sind JavaScript, HTML und CSS. JavaScript ist jetzt so für kompliziertere Sachen, CSS, so dass die Webseite gut aussieht und HTML dafür auch theoretisch wie JavaScript, nur deutlich einfacher. Und ja, und über den Jitsi GitHub.io, also über die Website, haben wir auch einige Informationen gehabt zum Programmieren, weil es alles noch, wie Ellie schon sagte, komplett neu für uns war. Aber es hat uns auch wirklich viel Spaß gemacht, das zu lernen. So, dann schalte ich mal kurz die Live-Demo. So. Das ist unsere Website. Hier können wir jetzt theoretisch einen Raum für Jitsi eintragen. Ich schalte mal Alpaca ein. Ups. Drücke auf Connect. Und das blockiere ich mal, damit ich mich nicht doppelt höre. Dreht der Konferenz bei. Und da ist auch schon Edgar, der noch da drin ist. Jetzt drücke ich auf Los. Dann bekommen wir bekomme ich jetzt zum Beispiel einen Beruf, eine Klempnerin. Und Edgar bekommt ein Objekt mit Armband. Das ist dieses Mal random. Ja. Er ist jetzt wohl Zahnarzt und ich habe einen Staubsauger. Und das wird alles auch hier im Chat gezeigt. Also sowas auch, wenn man die Website jetzt nicht offen hat, man sieht, was los ist. Ja. So viel zu. Also, das so gut. Ja, also. Und die Grafiken haben wir auch selber gemacht. Also das Los und das Jitsi. Also das Logo hier. So. Entschuldigung, da war ich noch stumm geschalten. Wir haben es auch so eingebaut, dass die Website erkennt, ob der Computer automatisch im Dark- oder im Light-Mode ist für die Apps. Also die beiden Bilder, die ihr gerade seht, das ist, wenn es ganz normal im Light-Mode ist. Und was ihr gerade auch schon gesehen habt in der Live-Präsentation, das ist, wie es dann im Dark-Mode ist. Also, und das, was wir natürlich jetzt noch nicht geschafft haben, ist zum Beispiel, dass wir eine schönere Website haben, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und dass es zum Beispiel auch ein Menü gibt mit mehr Möglichkeiten, dass man dann zum Beispiel mehr Personen einstellen kann, welche Personen was bekommen, also die 1, 2 und so weiter. Und sowas, also dass da halt es noch mehr Möglichkeiten gibt. Ich möchte uns noch bedanken an unsere Mentoren Blinri und Edgar und an all die anderen Mentoren, welche uns ab und zu mal geholfen haben. Und natürlich auch an euch für eure Aufmerksamkeit.